geht's. Ab geht's. Party, Party, auf geht's. Ja, der ist echt viel hässlicher. Hi, grüß dich, Kevin. Hi. Ron, freut mich. Hi. Hallo, Ron. 17 Uhr hat gepasst, ne? Hat super gepasst, ja. Die Coolen kommen immer ein bisschen später. Perfekt. Alles gut bei euch? Über die Fahrt? Stressig? Nö, ich hatte 4 Bierchen und das war super. Nice. Entspanne. Der Mann hat die ganze Strecke geschlafen. Ich hab die Storys gesehen. Nee, Hunger habe ich nicht so. Aber Düstchen. Vielleicht, ja. Ja. Bin gut. Was mit euch? Immer. Wir sind seit 16 Stunden hier, wir haben Bock. Ja, dann bin ich bereit für ein paar Tornados. Ab geht die Party! Na dann. Stößchen. Leute, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Wir kriegen das einfach schon. Einfach Vollgas. Herr, wie? Entschuldigung, aber ich bin um den so weit gekommen. Naja, wow! Lern mich an. Was muss ich machen? Ganz schön erstmal die Flasche entzwirbeln. Ja, das muss richtig sprudeln. Und dann hoch, Hund. Ja, genau. Genau, da stark. Und runter damit. Nice. Die Luftzufuhr nicht vergessen. Stark. Also das ist echt nicht übel gerade. Geil. So ungefähr funktioniert ein Tornado. Hallo Mama, das mache ich beruflich. Da sitzen wir morgen um 6 Uhr früh? Ja. Oder 7 Uhr? 7.30 Uhr kommen wir noch morgen. Kommt drauf an, ob du morgen dann kommst, wenn du kommen sollst. Wir werden übrigens Kevin ausgesprochen und Susi. Kevin Schieber, Susi Wex, moin. Heute ist am Morgen Deutschlands. Noch nicht so hot, weil es ist erst kurz nach 5. Bist du fit, Marc? Oh, ich bin noch gar nicht fit, ne? Aber to our life. Wollen wir den Leuten mal zeigen, wie ihr euren Alltag startet? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir kommen geil da rein. Aber das ist das geilste Studio der Welt. Haben wir auch noch Licht hier am Start, weil es ist echt sehr, sehr sick. Normalerweise sind wir hier und machen hier unseren Shit, weil hier können wir dazu tanzen, abgehen und zu Hot Hits tanzen, weil das Licht viel geiler ist. Möchte ich kurz Props da lassen an Kevin Schieber, der 3 Tage lang dran gebastelt hat, dass diese Disco-Kugel so geil aussieht, wie sie jetzt aussieht. Das war's wert. Ja. Stark. Ja, und dann chillen wir uns rüber auf unseren Platz und fangen an, wirklich zu arbeiten, zu recherchieren und in die Tasten zu hauen, was das Zeug hält. Ey, und wir sind ja auch schon, guck mal, du hast mich heute um 4.40 Uhr abgeholt. Ja. Wann bist du normal oder wann seid ihr normalerweise hier? Um die Zeit tatsächlich. Also ich bin gegen 5 Uhr normalerweise hier, hole meinen ersten Kaffee oder gucke, ob irgendwas übrig geblieben ist in der Küche, was ich essen kann. Weil um 6 Uhr geht die Sendung los und so eine Stunde vorher kann man schon mal da sein. Auf ganz entspannt, sagt ihr, ne? Ja. Weil wir müssen morgens immer noch so viel ratschen und das schaffen wir nicht, wenn wir nur eine Viertelstunde früher. Wir müssen uns updaten, wie war unser Stuhlgang, was haben wir gegessen, was haben wir gemacht. Alles wichtige Dinge, die Partner in Crime wissen sollten. So nämlich. Oh, da ist die Bente. Hallo Bente. Hallo. Die Bente moderiert bei Absolut Top. Ich bin die Putzfrau. Ja, so jetzt habe ich es endlich als Beweis, dass ich was mache. Ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt. Stark, endlich. Zum allerersten Mal. Das stimmt gar nicht. Kurzen Applaus für Bente. Nein. Das, ich bin gar kein Aubergine-Fan auf Pizza. Gar nicht. Cheers. Auf uns, auf eine schöne Sendung. Und auf den Marc. Auf den Marc. Was geht denn jetzt bei euch ab? Party, 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 Party! Party! Ja, so halb zumindest. Ich komme noch nicht ganz drauf klar. Achtung. Also ist normalerweise nicht unser Studio hier. Genau, habe ich schon mitbekommen. Aber was ist jetzt hier absolut? Top! Top, alles klärchen. Genau, wir sind quasi das etwas ältere Format als Hot. Die Hotties sind für die coolen Kids und wir sind so eher die Born-Cringe-Generation. Ne? Und sind dann so ein paar Jährchen älter. Aber fühlen uns sieht total man nicht, wohl. Gell? Sieht man nicht. Wir fangen jetzt an, komm rein. Ich hab's gerade schon gehört. Es geht los. Ganz genau. Ab geht die Party. Morning Show kurz vor 6. Ich hab wieder seinen Gläserscheiß stehen lassen. Ich kotz! Entschuldigung. Ja. Entschuldi. Das war jetzt ehrlich und real. Es ist so. Auf geht's. Ja, Mann. Hoffnung darauf hatte es gestern beim Treffen zwischen. Was machen wir denn? Ich warte jetzt, bis die Nachrichten rum sind und dann fahre ich das Programm ab. Ja. Klang mega motiviert. Gut, Leute, es ist aber auch erst 6 Uhr. Wie motiviert kann man sein? Ja. Danke. Alles gut, nach müde kommt dumm. Jetzt ist ein kleiner Fehler passiert. Menschliches Versagen war schuld daran. Aber gut, es ist ja auch erst 6 Uhr morgens.
Was ist denn jetzt los? Was ist der Fehler? Also, normalerweise muss man dieses Pult scharf stellen, bevor man es benutzen kann. Ich dachte aber, kann ich bitte die Geschichte erzählen? Entschuldigung. Ja, man muss das Pult erst scharf stellen, bevor man es benutzen kann. Und hier, mein Kollege hat vergessen, es scharf zu stellen. Das muss man um kurz vor 6 machen, damit man es um 6 Uhr benutzen kann. Kann ich jetzt ganz kurz erzählen, warum das passiert ist? Ja. Weil ich dachte, Susi Wex ist schon so scharf, dass ich hier nichts mehr scharf stellen muss in diesem Raum, bevor hier die Schärfe überhand nimmt. Quatsch! Ja gut, aber menschliches Versagen, Fehler passieren. Wir haben gestern mit Ron Tornados gezündet. Natürlich kann heute nicht alles glatt laufen. Ja, mein, wir sind halt auch keine Götter, gell? So. Aber nah dran. Ganz nah dran sind wir. Die Migos und Drake, ihr hört absolut hot um gleich 10 Minuten nach 6. Mittwochmorgen, schön in Kuba. 25 Paar nackte Brüste, damit wirbt Adidas aktuell für eine neue Sport-BH-Linie. Das war's. Das war's. Das war's schon. Ach, jetzt habt ihr jetzt wieder 2 Minuten Pause. Oh, ja. Halt spannend. Ich wurde nicht geweckt. Der Herr wurde nicht geweckt. So, wir sind heute bei Absolut Radio, Ladies and Gentlemen. Du wächst ab 6 und... Ron Bielecki. Ron Bielecki. Wie geht's dir, mein Bester? Mir ging es schon mal besser, aber mir ging es noch nie so gut wie heute. Also, ich sehe euch gerade hier gegenüber, mir geht's wirklich fabelhaft. Du bist ein richtiger Schleimer, ne? Ja, aber unfassbar. Auch zu Recht, weil er kam 40 Minuten zu spät. Alles noch eine Glanzleistung. Ron hat verschlafen. Ja, also wir möchten noch mal kurz festhalten, Ron hat verschlafen und Susi möchte gerade kurz erzählen. Ich kam heute früh möchte hier kurz erzählen, warum. Und hab noch gesagt, was machen wir, wenn der Typ verpennt? Und dann sagt Kevin Schieber, der noch an das Gute im Menschen glaubt, nein, Pepe wird dafür sorgen, dass er nicht verpennt. Und ich so, der wird selber verpennen. Und wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Pepe hat komplett verkackt. Props an Pepe. Es ist alles nur Pepes Schuld. Meine Meinung. Was ist das? Das sind Knöpfe und damit kannst du Musik spielen. Musik? Das ist wie ein Klavier, nur cooler. Di. So läuft es. Kannst du mal einen Knopf drücken, dann kannst du mal drauf drücken. Wo? Da. Oder da. Auf On oder auf? Auf On. Mach mal an. Verrückt, oder? Der Knopf ist rot geworden. Crazy. Du hast Schiss? Hast du schon mal einen Tornado gemacht? Ja, gestern, oder? Hast du mitgemacht? Ja. Ich Ron hat mir schon gezeigt, wie es funktioniert. Aber es ist noch Luft nach oben. Mein Lieber, die Luftzufuhr heute nicht vergessen. Ich versuch's. Also ganz kurz nochmal zum Festhalten. Wenn einer kotzen muss, bitte in diese Richtung. Der hat's verdient. Der hat's verdient. Also, Ladies and Gentlemen, entzündet den Tornado. Ich kann einfach nicht mehr. Entschuldigung. Entspannend. Easy. Ich kann einfach nicht so viel schlucken. Was soll ich machen? Ja, stimmt. Ja. So, hi, na? Hallöchen. Hi, Marc. Ich stalk dich jetzt hier. Du stalkst mich jetzt. Ganz hier. Genau. Okay. Sieht wie. Warte kurz. Kannst du kurz halten? Natürlich. Genau. Nice tits, bro. Kurz die Girls auschecken. Die Weiber. Nass wie ein Hafenbecken. So sind sie. Einfach geile Schnecken. Sag mal, geht's noch? Frauen sind der Babo. Frauen sind der Babo, höre ich plötzlich überall. Hä? Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht schnall. Warum? Die können doch gar nichts besser, außer vielleicht Kinder kriegen. Kann einfach nicht so viel schlucken. Was soll ich machen?